Hallihallo, tada und tusch, herzlich willkommen zum 9. Teil hier bei Games ohne Gerstensaft, unserer kleinen nüchternen Rubrik hier auf dem Kanal. Und wir sind immer noch unterwegs in Crimes and Punishments, Sherlock Holmes. Genauer gesagt im 9. Teil. Und wir waren zuletzt im Bahnhof Doncaster. Und da haben wir einen mysteriösen Mann entdeckt, einen Mexikaner angeblich oder anscheinend, weil er raucht mexikanische Zigarren mit einem Hauch von Pfefferminz. Ist eher sehr britisch, ne? Mit Pfefferminz und so, das ist doch eher britisch hier. Wildschwein in Pfefferminzsoße, erinnere ich immer an Asterix und Obelix bei den Briten. Wildschwein in Pfefferminzsoße, hat dann Obelix immer gesagt, aber er hat es dann trotzdem irgendwie gegessen. Keine Ahnung, aber er hat ja dauernd irgendwas gegessen. Ja, dann würde ich sagen, genug von Asterix und Obelix, genug von alten Römern, rein hin zu alten Engländern und Mexikanern, ins Spiel. Und hier sind wir und das Icon da oben zeigt mir schon wieder an, my Spidey Senses, my Sherlock Senses are tingling. Ich muss das einsetzen. Ich muss meine... Da! Verbranntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Verbranntes Stück Papier. Untersuchen. There was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Ah, oh, okay. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Ein Konflikt. Okay, verstehe, verstehe. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the entweder sind viele. There are others that appear. Oder der wacht hier schon eine ganze Weile. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Doncaster Station. Verdächtiger Mann am Bahnhof und ganz in der Nähe alter Steinbruch. Na, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Bahnhofsvorsteher reden. Gibt es da noch irgendwas, was wir erkundigen können? Hier, warum sagt er nicht was zu den Koffern? Irgendwie, dass er sagt, oh, die sehen ja sehr komisch aus. Broad Gauge Locomotives, Western Railway. Ach, das wollte ich ja vorhin sagen. In Großbritannien, da nehmen die es sehr genau mit den Zügen. Könnte man, denkt man immer von uns, aber das liegt daran, dass die Züge dort alle verstaatlicht sind, also der Großteil. Ist, also im Gegensatz zu uns. Und die Deutsche Bahn ist ja, obwohl es so klingt, ein teilprivatisiertes Unternehmen. Aber in Großbritannien sind die größtenteils alle verstaatlicht. Und ich bin ja schon häufig in Großbritannien gewesen, auch in Wales, England und so. Und die sind immer recht pünktlich. Das ist im Gegensatz zu uns. Denkt man gar nicht. So. Pferderennmagazine. Naja, da wird wahrscheinlich Wettschein für Pferderennen. Guck mal. Newspaper articles on horse racing. Sag mal, es gibt hier Bahnhofsvorsteher, die überhaupt mal was können? He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Ja, und? Ach. Umdrehen. Tada! The sums are quite impressive. Impressive. It can be an expensive vice. Ja, aber es gibt hier anscheinend keinen Bahnhofsvorsteher, der nicht irgendwas. Also der eine ist zu doof und hält sich, ist so ein Korinthenkacker, der andere ist besoffen, der dritte ist ein Spieler. Sag mal, ist das Einstellungskriterium bei der britischen Bahn hier? Ja, was haben Sie denn so für Laster? Ich bin Trinker, sehr gut. Sie werden Bahnhofsvorsteher. Und Sie? Ich bin Spieler, sehr gut. Werden Bahnhofsvorsteher. Na? Und der eine sagt, ich bin drogenabhängig. Okay, Sie werden Lokführer. Komisch. Naja, egal. Gut. Haben wir das hier untersucht? Ach, hier waren wir noch gar nicht dran. Was ist das? Doch, hier waren wir. Ach ja, hier. Ach so, hier war das. Hä? Ach so, oh, weil ich da rausgegangen bin. Gott, bin ich bescheuert.
Ah ja, wieder hier. Oder wieder sagen, Postsäcke. Railway post bags. Oh, Tasche des Bahnhofsvorstehers. To the station master. Na, Briefe an Anwalt? Anwaltskanzlei Corwell in London. Die Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich versichern, dass sehr bald alle ausstehenden Ratenzahler... Ja, Spieler. Brief an Ehefrau. Oh Gott, na das kann was werden. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Meine Liebe, ich bitte dich diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abzahlen zu können. Also noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich auch weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir das bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du eines Tages trotz des Unglücks, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. In Liebe, Edward. Und wie heißt sie? Ach, hat gar keinen Namen. Sie heißt meine Liebe. Naja. Okay, alles klar. Dann ab zu dieser gescheiterten Existenz hier. Dem Bahnhofsvorsteher. Da ist er. Die gescheiterte Existenz. Oder können wir hier noch was untersuchen? Watson, would you like some tea? Ah. No. No. Was? Anarchie. Anarchie in Großbritannien. Möchten Sie Tee? Nein. So. Okay, alles klar. Na, dann können wir mit dir reden. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Der Gute. Bahnhofsvorsteher. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. Good day. I'm Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not Das klingt so ein bisschen walisisch. Also, die sind alle nicht sehr. So. Melancholisch ist er. Oh, klein bisschen depressiv hier. Naja, gut. Wenn ich Spieler wäre. Fehlt ein Knopf. Achtet wohl nicht so auf sein Äußeres. Regenspuren, na, hat sich von seiner Frau anscheinend getrennt. Keine Amtsuhr. Oh. Okay, dann werden wir erstmal überflutet. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Ah, the whole bloody lake. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. No, it's a potato. He only arrived here a few months ago. Oh, and wurde erst hier versetzt. Where did you work before that? Oh, der arme Kerl. I was working in Nottingham. Nottingham. They asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. Life is cheaper. Can't complain. Ich mag das. Das mag ich. Das ist so... Fahrgäste. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Oh, just the same. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction. But man kann der Sucht nicht entrinnen. I beg your pardon. Addiction to what? Addiction to what? Na hier, na klar. Wettscheine für Pferderennen, ist ja logisch. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of the room? Are you quite sure about that? Yeah, I'm quite sure. Na, der wurde bestochen. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Yeah, machen wir. So,
Bahnhofsvorsteher ist in keiner guten Stimmung. Die Lehrerstelle genau liegen zu 5 Millionen Jahren, wo er geschieden wurde. Gell? Ist nicht leicht, sein Amt zu fehlt. Er hat sie verloren oder wurde gestohlen. Oder er hat sie verpfändet, wenn er das Geld. Ja, das klingt sehr plausibel, wenn man mich fragt. So. Wettscheine für Pferderennen. Hier kann ich nichts erfragen. Ach! Jetzt kann ich nochmal einen neuen. Okay, alles klar. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen. Untersuchen Sie die Minen. Untersuchen Sie den Küstenbereich. Na gut, dann. Gut, haben wir hier also alles abgeschlossen? Nee. Bis zum. Haben wir noch nicht. Wir müssen erst noch die Deduktion machen, wahrscheinlich. Erhielt Geld. Der Bahnhofsmanager hat vor kurzem Geld erhalten. Er hat seiner Frau und seinem Anwalt Geldzahlung zugesichert. Genau. Und die Bahnhofsmanager von Doncaster hat per Telegram von der Abfahrt des verschwundenen Zuges berichtet. In der Nähe des Bahnhofs von Doncaster ist überflutet. Vielleicht wurde dafür bezahlt. Yep. Passierte und kam nie in Doncaster an. Der Zug an den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhof hat darüber berichtet. Kam nie, der hat Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit dem Geld, das er verzweifelt genötigt hat, bestochen. Aber die Minen. Achso, überfluteter Steinbruch. Aber die Minen. Die sind doch danach, oder? Ich guck mal in meine. Ich glaube, so Minen. Auf der Karte ist das. Na? Also so, ich denke mal, Minen, das. Dann kam der vielleicht in. Ich denke mal, der kam auch in Chesterfield an, aber. Weil er muss ja dann erst dann danach quasi das. Also er darf, kam nie in Bridlington an. Nee, er kam in Bridlington an und dann wurde er irgendwie umgeleitet. Weil er wurde ja. Ach nee, Quatsch, er ist ja von Bridlington gekommen. Genau. Nee, das ist richtig. Er ist von Bridlington nach Evesham und da haben wir ja dann nur die Attrappe gesehen. Genau. Das heißt, er ist in Chesterfield nie angekommen und in Donk. Da bleibe ich dabei. Genau. Aber ich denke, Minen, das sieht doch eher so nach so. Genau, ja, ja. Gut. Alles klar. Aber wir haben noch nicht alles untersucht hier. Wir haben in Doncaster noch nicht alles untersucht. Ansonsten würde er uns sagen, hier abgeschlossen. Müssen wir vielleicht doch mal hier an den Strand? Kommen wir hier runter? Ja, ja, hier so. Überflutetes Areal untersuchen. Vielleicht dann da drüben? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ne. Gut. Gesagt, können wir also nicht. Aber irgendwas müssen wir noch untersuchen. Weil ansonsten sagt er mir ja immer hier Untersuchung abgeschlossen. Das heißt, das müssen wir noch. Oh, was ist eigentlich hier? War ich doch, hier war ich doch schon drin. Wettscheine habe ich gefunden. Telegraph. Habe ich alles schon gefunden hier? War ich hier? Habe ich hier schon alles gefunden? Ich nehme es einfach mal an. Ah ja, hier habe ich die Zigarettenstummel gefunden. Luggage, vielleicht doch nochmal hier irgendwie. Also sprich im Gepäck. Nee, ich glaube dann gab es nur das. Die Postsäcke. Watson. Da stelle ich mich doch gleich mal auf eine Kiste. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Nein, wir finden hier schon noch was. Bin ich mir sicher. Warehouse. Wir finden hier was. Wir müssen hier was finden. Eine Leiter. Vielleicht. Wo ist denn der. Wo ist denn der Mexikaner hin? Bist du ein Mexikaner oder ein Mexikaner nicht? Aha. Nee. Gut, okay. Aber das finde ich merkwürdig. Das zeigt mir doch dann immer, sagt mir doch dann immer hier, alles untersucht. Abgeschlossen. Weil ansonsten würde das doch hier gar nicht mehr auftauchen, oder? Genau, untersuchen Sie das Nebengleis zwischen dem Bahnhof von Chesterfield, das zum Einbruch führt. Ist hier noch irgendwas? Nee, das wird mir ja auch immer angezeigt. Wenn ich hier. Die Sherlock
Sinne benutzen kann. This suitcase contains gut, my kann ich auch nichts gucken. We can ja. So, vielleicht hier noch was. Naja. Außer den Asche-Dings, das habe ich aber schon untersucht, ne? This ashtray is full of ash and cigar stubs. Naja, habe ich schon untersucht alles. Komisch. Also normalerweise. Na gut, gucken wir nochmal zu überfluteten Areal hier. Ach, nee, das war schon richtig so. Hier können wir auch nicht lang. Ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwo noch lang können. War da ein Fisch? Ist ja lustig. Kann er das nochmal machen? Oh, hier die Sonne. Schon langsam hell. Haben so lange gebraucht. Na gut, dann gucken wir uns wohl den Küstenstreifen an. Weil vielleicht ist dann das. Ja. Gucken wir uns den Küstenstreifen an. Mal gucken, was uns dann da erwartet. Vielleicht hängt das ja zusammen. Sag ich jetzt einfach mal. Notizbuch, genau. Das haben wir uns. Ja. Herleitungen gibt es keine mehr. Ich habe nur noch hier den überfluteten Steinbruch. Ja. Vielleicht gibt es ja hier dann Hinweise, warum der überflutet ist oder here was da passiert ist. Beach, that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Spuren eines schweren. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Ja, es ist wohl wahrscheinlich sehr. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Okay. Die Spuren abmessen. Ach. Nothing interesting here. Wie kann ich die abmessen? Nothing interesting here. Nutzen? Wie kann ich denn die... Hallo? Muss ich... Wie mache ich denn das? Nothing interesting here. Nämlich den Stein, oder wie? Nothing interesting here. Nothing interesting here. Hä? Wie kann ich denn die jetzt... Ach so, ich muss das nur halten. Okay, verstehe. Ich muss das halten und dann. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Okay. Verstehe. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Okay. Was gibt's hier? Okay, hier gibt's nichts. Naja, das ist wahrscheinlich dieser. Ich nehme es mal an. Ich nehme mal an. Abfall. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Verstehe. Küstenlinie. Abfälle am Strand. Metallplakette. Las. A label with the name Las Zarpas. Las Zarpas. Klingt im Archiv. Okay, alles klar. Strand untersuchen. Was? Das ist schon abgeschlossen? Ne, liebe Freunde. Das kann es doch nicht sein. Ich kann doch nicht hier. Guck mal hier, diese Boote, haben die nichts zu bedeuten. Watson, was sagst du dazu? A fake train.
Du hast immer noch dasselbe zu sagen. Du bist ja ein richtig schlauer Typ. Oh, Blut, Blut! Da! Blut! Hallo? Stiefel? Blut? Kann ich nicht untersuchen? An abandoned gypsy caravan. Gypsies. Also die Zigeuner, sozusagen. Aber hier, Blut! Eindeutig! Blut! Och, also Sherlock. Also mal ganz ehrlich. Stranduntersuchen abgeschlossen. Ich nehme mal an, jetzt kommt das dann nicht mehr. Ja, aber... Achso, hier, das ist meine Vorstellungskraft, die ich dann einsetzen kann. Hm, müssen wir mal... Moment. An advertisement for Lake Cruises. Ich kann hier nicht... Ich kann... Es ist wirklich nur Abfall. Ich kann nicht diesen blutigen... Diesen Stiefel... Ja, hier ist eindeutig Stiefel und Blut. Also, liebe Freunde, das ist doch keine Farbe. Das ist doch keine Erdbeermarmelade. Die haben doch hier nicht... Die haben doch hier nicht gefrühstückt. Hm. Dass wir da oben nicht hingehen können, ist mir auch schleierhaft. Naja, gut. Alles klar, wir haben das abgeschlossen. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann gucken wir in unser Archiv, gucken nach Las Zarpas. Status für elektrische Eigenbahn. Eine Plakette, genau. Zeitung, Enzyklopädien, Kunst und Architektur. Ach, Institut britischer Architekten, das alte... Das Werk von Edward Armitage. Ist ja interessant. Chemie. Hm. Schusswunden. Aha, interessant. Göttliche Gesellschaft. Religiöse Symbole. Las Zarpas. Interessant. Zeitung. Einwanderung steigt, könnte sein. Mahdi-Aufstand. Irland-Gesetzesvorlage. Blutiger Sonntag. Jack the Ripper. Brasilien wirft Schaftsklaverei ab. Das ist eine Metallplakette. Vielleicht hier. My search should be focused upon the name. Okay, also wir sollen wirklich danach. Wir sollen wirklich danach gucken, was wirklich. Da steht dann wahrscheinlich auch Las Parcas. Ja. Die Barken von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal. Das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistungen und Bergbau aktiv ist. Na, das passt ja hier. Das passt ja alles wie Faust aufs Auge hier. Tada! Haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Vielleicht den Prototyp? Von Olle, Mr. Robinson. Hey, Mr. Robinson. Nee, aber da habe ich weiter Hinweise. Ich habe nur überflutete Steinbock. Hm. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die ich... Ich muss noch mal diesen Bahnhof untersuchen. Das ist ja lustig. Na gut. Kutscher! Okay, das haben wir abgesucht. Das heißt Doncaster muss man noch. Und dann halt Evesham, dann... das müssen wir auch noch nicht im nächsten Teil machen. Im 10. Also wir sammeln jetzt wirklich nur die ganze Zeit hier Beweise. Also noch so noch. Also ich kann mir noch kein Bild machen von der ganzen Geschichte. Was hier passiert ist. Irgendwas mit Mexikanern, was mit Chilenen, irgendwas transportiert. Alle Bahnhofsvorsteher sind Deppen anscheinend. Haben nichts gesehen, nichts gemeldet. Aber wir müssen uns nochmal hier umgucken.
müssen noch mal mit einem reden hier. Wir müssen noch mal... Ist hier nicht noch irgendwas, was wir vergessen haben zu untersuchen? Doncaster. Naja. Vielleicht jetzt nochmal? Vielleicht nochmal jetzt hier hin? Und dann nochmal Sachen untersuchen? Ne. Ach, vielleicht, weil ich jetzt den Dammbruch quasi entdeckt habe, kann ich nochmal mit ihm reden, vielleicht? You'll find nothing interesting here, nee. I'm afraid. Mal gucken. Vielleicht finde ich jetzt irgendeinen Wagen? Finde ich jetzt so eine Barge hier? Dass ich hier nicht rein kann. Das sieht doch aus wie ein Gebäude, wo man rein kann. Finde ich jetzt hier so eine Barge? Das wäre doch interessant. Ja, so einen fetten Wagen, der hier... Sehe ich den irgendwie in der Distanz? Oder so? Das sieht doch aus, als ob man hier rein kann. Ich bin da nicht total bekloppt. Aber ich habe hier was vergessen in Doncaster. Ansonsten muss ich mal zwischen den Teilen mal schnell, ganz schnell im Internet schmulen. Und, weil ich habe hier anscheinend was Wichtiges vergessen. So viel steht hier schon mal fest. Train Service. Ja, das ist die Tür. Waiting Hall. Ja. Ist hier irgendwas an der Wand, was irgendwie wichtig ist? Ja, da muss ich zwischen den Teilen mal gucken, weil anscheinend habe ich hier in Doncaster noch nicht alles entdeckt. Also, weil ansonsten würde es ja, wie gesagt, heißen, abgeschlossen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Doncaster Station. Vielleicht hier nochmal? Ich habe hier einfach nur die falschen Assoziationsketten gemacht bei ihm, bei der Befragung. Habe ich vielleicht nicht alles aus ihm rausgekriegt? Oder wegen den Wettschein? Ja, dann gucke ich da mal jetzt zwischen den Teilen. Dann gucke ich mal schnell. Ja, wir sind ja schon bei... Ja. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Ja, anscheinend hast du da recht, aber ich brauche ja was von Interesse. Ich muss was von Interesse finden. Ich gucke jetzt nochmal hier. Aber... Nee. Irgendwie in der Ferne? Blub, blub. Nee. Tja, dann starren wir jetzt weiter raus aufs Meer. Ohne zu wissen, wo es hingeht. Tja, dann machen wir hier jetzt dann einen Stopp, liebe Freunde. Dann gucke ich lieber nach, bevor ich dann euch jetzt hier noch weiter sinnlos Zeit stehle. Ja, dann war es das mit diesem Teil. Dann ist der halt ein kleines bisschen kürzer als sonst. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt weitergeht hier. Also wir machen natürlich weiter. Also wir suchen noch weitere Hinweise. Wir waren am Strand, wir waren in Doncaster. Da haben wir gemerkt, wie gesagt, die haben alle, die Bahnhofsvorsteher, die haben alle irgendwie irgendein Laster. Aber ich glaube, ich muss hier noch Sachen finden. Also ich glaube, ich bin hier noch nicht fertig in diesem Bahnhof. Und da gucke ich nach, was mir noch fehlt. So viel dürfte mir ja mal, dann können wir das hier abschließen und dann zum Nebengleis gehen und dann noch die Minen untersuchen. Das ist das Allerwichtigste. Aber auf jeden Fall hat das irgendwas mit Mexikanern, Chilenen, Mr. Robinson, eine Apparatur, Versicherungsbetrug, Pferdewettrennen, irgend sowas. Ich kann mir noch keinen Reim machen auf die ganze Sache. Aber irgendwas mit einem Zug hat es auf jeden Fall zu tun. Wir finden es raus im 10. Teil. Da freue ich mich, wenn ihr auch da wieder dann reinklickt. Ansonsten liked, subscribed und kommentiert. Ja, schreibt immer vielleicht eure Vermutungen zu den jeweiligen Fällen. Wer ist der Mörder, beziehungsweise was ist hier eigentlich bei dem Fall passiert, weil ich habe ja noch gar keine Ahnung. Ich würde mich freuen, davon euch zu lesen. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt nicht zu nüchtern. Tschüss.